Sebastian Haller, Ante Rebic, Luka Jovic. Der erste FC Nürnberg will im Bundesligaspiel am Sonntag vor allem den starken Angriff von Eintracht Frankfurt in den Griff bekommen. Ihre vergangenen 5 Pflichtspiele haben die Hessen gewonnen und dabei satte 19 Treffer erzielt. Unsere Linien müssen eng stehen, wir müssen kompakt auftreten und dürfen ihnen keine Luft lassen, forderte Nürnbergs Trainer Michael Kölner. Treffsichere Stürmer wie Jovic 7, Haller 5 und Rebic 3 hat der Clubcoach nicht. Mikhail Eischek traf als bester Nürnberger Angreifer in dieser Saison der Fußball-Bundesliga 2-mal. Und der Schwede fällt wegen einer Innenwandzerrung im linken Knie auch noch aus. Allrounder Eduard Löwen wird nach einer im Training erlittenen Außenbandzerrung im rechten Knie gegen Frankfurt ebenfalls fehlen. Er hat seine Torjägerqualitäten hier schon gezeigt, meinte Kölner über Jungstürmer Tölles Knöll, der Eischek im Angriff ersetzen könnte. Im Mittelfeld könnte Julia Kubo für Löwen auflaufen. Die Nürnberger wollen jedenfalls nach 2 Niederlagen am Stück in der Bundesliga wieder gewinnen. Die Frankfurter peilen ihren 6. Pflichtspielsieg in Serie an. Nationaltorwart Kevin Trapp könnte dabei wegen muskulärer Probleme weiter fehlen. Coach Adi Hütter würde ihn wie schon in der Europa League durch Frederik Renault ersetzen.